Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Moritz Hessel, ich bin Portfolio-Manager und im heutigen Video gehen wir einer wichtigen Frage auf den Grund. Viele von unseren vermögenden Kunden sind die letzten Monate auf mich zugekommen, insbesondere Immobilienbesitzer, also Besitzer von einer oder mehrerer Immobilien, die ihren Reichtum die letzten Jahrzehnte in Immobilien investiert haben. Wenn man sich die Vermögenspyramide in Deutschland anschaut, sind ein überwiegender Teil der Millionäre Immobilienmillionäre. Doch die Zeiten für Immobilienbesitzer, die haben sich geändert. Und viele stehen aktuell vor der Frage, was mache ich mit meinem Cash? Wo kann ich Liquidität parken? Und wo, das ist die viel wichtigere Frage, kann ich mein Geld so anlegen, dass ich zumindest die Inflation schlagen kann oder übertreffen kann oder Kaufkrafterhalt habe? Denn wenn man das Geld einfach auf dem Sparbuch liegen lässt, wird es sich innerhalb weniger Jahre halbieren. Und daher haben wir uns die Frage gestellt, wie könnte man so ein Portfolio aufbauen, was relativ krisensicher ist und planbare Erträge abwirft. Zunächst aber einmal schauen wir uns an, wieso die Zeiten für Immobilienbesitzer vielleicht nicht mehr so goldig sind. Und ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Horrorszenarien kommen, aber die letzten Gesetzesentwürfe sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene machen mir wirklich ernste Bauchschmerzen. Und zur Erreichung der Klimaziele kommen auf Eigentümer teure Jahre zu. Zum einen bereits von der durch die Bundesregierung verabschiedete Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, GEG, was ab 2024 greift, und zum anderen durch die geplante EU-Gebäudeverordnung, die eine Zwangssanierung für Millionen von Bürgern zur Folge hat. Werfen wir mal einen Blick in das Gebäudeenergiegesetz. Also ab 2024 soll eine große Umstellung von Heizungen auf erneuerbare Energien kommen. Alle neu eingebauten Heizungen müssen zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Es gibt einige großzügige Ausnahmen für Personen, die älter als 80 Jahre alt sind. Also was für ein Geschenk. Zudem gibt es eine Austauschpflicht für Heizungen, die älter als 30 Jahre sind. Auch hier gibt es natürlich einige Ausnahmen. Und wer diesem Ganzen nicht nachkommt, dem drohen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro. Diese Maßnahmen sollen zwar durch verschiedene Fördergelder kompensiert werden, also wer sich hier ins Zeug legt, kann bis zu 50% Förderung erhalten und auch zinsgünstigere Kredite, aber diese Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, die verfolgt einen klaren Plan. Weg von der Gasheizung, weg von der Ölheizung, und das Gesetz zielt darauf ab, die Wärmepumpe als dominierende Heizungstechnologie in Deutschland zu implementieren. Da gibt es aber ein kleines Problem, denn von den 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizen derzeit 50% mit Erdgas, 25% mit Heizöl, und auf Wärmepumpen entfallen weniger als 3%. Von dieser Gesetzesänderung sind somit mehr als 30 Millionen Haushalte betroffen, und das wird eine Mammutaufgabe natürlich für Eigentümer, Handwerker und für den Staat. Denn dieses Gesamtfinanzierungsvolumen ist bis heute noch gar nicht bekannt. Und wer in den letzten Jahren mal versucht hat, einen Handwerker zu bekommen, der weiß vielleicht, welche Probleme da auf einen zukommen. Doch nicht nur, dass das Ganze organisatorisch sehr schwierig wird, es wird auch finanziell eine Mammutaufgabe. Denn die Anschaffungskosten einer Wärmepumpe liegen bei rund 25.000 Euro, während eine Gastherme mit 12.000 Euro wesentlich günstiger ist. Und da gibt es auch ein paar technische Indikatoren. Ich habe ehrlich gesagt von Technik überhaupt keine Ahnung, aber ein paar Sachen habe ich mich eingelesen. Die Wärmepumpe hat eine niedrigere Vorlauftemperatur, das heißt, die Gebäude müssen zuerst über eine viel bessere Dämmung verfügen und über größere Heizkörper, beispielsweise über Fußboden oder Wandheizung. Also es ist nicht einfach damit getan, dass man sich da jetzt eine Wärmepumpe einbaut, sondern es zieht den ganzen Rattenschwanz nach sich. Und somit dürfen die Kosten beim Großteil der Immobilien neben diesen Kosten für diese Wärmepumpe eben noch viele weitere Maßnahmen anfallen. Und damit nicht genug. Zeitgleich zu diesem Heizungshammer wird den Eigentümern in der EU im Rahmen einer neuen geplanten Gebäuderichtlinie quasi ein Sanierungszwang aufgelegt. Und ihr kennt es vielleicht von den Elektrogeräten, wir blenden das hier mal ein, gibt es diese Energieeffizienzklassen. Ja, und diese soll es auch für Gebäude geben nach diesem GEG-Gesetz. Das heißt, ähnlich wie bei Elektrogeräten sollen in der EU bei Gebäuden Energieeffizienzklassen eingeführt werden. Diese gibt es in Deutschland zwar schon seit einigen Jahren, aber bisher hat das Ganze noch niemanden so richtig interessiert. Was sich nun aber ändert,
In dieser Gebäuderichtlinie, dem EU-Vorschlag zufolge, sollen Wohngebäude spätestens 2030 die Klasse F und bis 2033 die Klasse D erreichen. Das wird natürlich sehr schwierig, wenn man jetzt hier im roten Bereich ist. Und McMakler, die Immobilienfirma, geht davon aus, dass mehr als die Hälfte der deutschen Immobilien bis ins Jahr 2033 saniert werden müssen. Welche Maßnahmen müssen denn für eine bessere Effizienzklasse ergriffen werden? Wir haben hier drei wesentliche Faktoren. Die Wärmedämmung von Dach und Fassade, den Austausch von Fenstern, die Dämmung von Heizleitung. Und wenn wir uns jetzt mal die folgende Abbildung anschauen, dann kann man das Ganze vielleicht ein bisschen besser verstehen. Denn die Experten gehen von Sanierungskosten von rund 100.000 Euro bei einem 140 Quadratmeter Eigenheim aus. Also die Immobilie des Durchschnittsdeutschen oder wenn er es vermietet hat, hier, wir sehen hier die verschiedenen Mehrkosten und wir sehen natürlich auch die Einsparungen. Die Kosten übersteigen die Einsparungen natürlich, aber erstmal am Anfang um ein immenses. Und wie gesagt, wenn man sich aktuell die Sparguthaben anschaut, da liegt ja Deutschland sowieso relativ weit hinten in Europa. Und wenn man sich hier vorstellt, dass zum Beispiel 100.000 Euro, wie gesagt, in die Modernisierung eines Eigenheims oder in eine vermietete Immobilie gesteckt werden müssen, dann kann man schon ein bisschen davon sprechen, dass hier Horrorzeiten für Immobilienbesitzer kommen. Und ich rate jetzt nicht dazu, sämtliche Immobilien zu verkaufen. Wenn man aber mehrere Immobilien hat, man hat zum Beispiel mehrere Mehrfamilienhäuser, man hat mehrere vermietete Immobilien, dann muss man nicht den kompletten Bestand halten und sich hier dieser grünen Klimapolitik unterwerfen, sondern es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man sein Geld anderweitig anlegen kann, um zumindest eine solide Verzinsung auf oder über Inflationsniveau zu bekommen. Fassen wir aber nochmal hier den Status quo zusammen. Also diese Kombination aus Heizungsverbot und europäischer Zwangssanierung wird viele Immobilienbesitzer finanziell überfordern. Bei älteren Gebäuden muss deshalb mit massivem Wertverlust berechnet werden. Ja, wenn hier das nicht mehr saniert werden kann, dann verlieren die Gebäude massiv an Wert. Und bei Gebäuden verhält es sich ein bisschen so wie bei Domino Day und bei Banken. Wenn eine Immobilie fällt, dann fallen die Immobilien, die drumherum liegen, im Wert auch. Ja, das darf man nicht ganz vergessen. Deswegen ist natürlich die Frage, ob hier eine Immobilienkrise ansteht. Und nochmal, ich rate nicht dazu, den kompletten Bestand zu verkaufen. Man sollte sich aber hier eine saubere Rechnung der Nettorendite machen. Und damit meine ich nicht nur die Mieterträge, sondern auch mit den ganzen Kosten, die hier die nächsten Jahre anfallen werden. Und welche Alternativen gibt es denn? Also wir haben uns gefragt, wie können wir ein Portfolio aufbauen, was in einer Vermögenspyramide quasi unter Aktien steht, denn Aktien sind sehr volatil. Aktien sind langfristig gesehen, historisch gesehen, die beste Anlageklasse. Sie unterliegen aber hohen Schwankungen. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, denn wir haben ja das erste Mal seit 15 Jahren wieder ein Zinsniveau. Wir haben vermutlich sogar in Teilen der Welt immer noch ein steigendes Zinsniveau. Und deswegen möchte ich euch in den nächsten Minuten vorstellen, wie so ein Portfolio aussehen kann. Wer Interesse hat an so einer Möglichkeit, ein passives Einkommen abzubilden und vielleicht die Miete 2.0 für die nächsten Jahre zu sichern, der kann sich gerne bei uns für ein unverbindliches Erstgespräch melden. Wir sind aktuell daran, solche Konzepte zu bauen und für unsere Kunden bereits umzusetzen. Und natürlich kann man das auch selber machen. Ja, wir zeigen ja hier die Palette an Möglichkeiten auf. Das ist aber erstmal nur ein kleiner Baustein. So ein Portfolio sieht natürlich nochmal diversifizierter und breiter aus und muss natürlich auch fortlaufend überwacht werden. Denn es geht ja am Ende des Tages immer darum, wo ist jeder Euro bestmöglich angelegt. Starten wir aber zunächst einmal rein, wie man denn so kurzlaufende Cash-Reserven, die man zum Beispiel für Steuerrücklagen oder Liquidität einfach braucht, parken kann. Bei Aktien gibt es ja immer diesen Spruch, nicht alle Eier in einen Korb legen. Komischerweise haben aber die meisten Leute ihre kompletten Bestände in Euro. Und da geht schon mal für mich das erste Problem los, denn ich kann hier auch Währungsbestände diversifizieren und im Moment dorthin gehen, wo ich das beste Zinsniveau bekomme.
Und natürlich habe ich dann auch ein Währungsrisiko. Ich habe aber auch ein Währungsrisiko, wenn ich 100% meines Vermögens in einer Währung habe. Deswegen würde ich empfehlen, dass man hier eine Diversifizierung auf verschiedene Währungsbereiche vornimmt und sich die verschiedenen Zinsniveaus anschaut. Und wenn es jetzt darum geht, Liquidität zu parken, beispielsweise für Steuerrückstellungen oder weil man einfach eine gewisse Liquidität braucht in der Rückhand, würde ich damit beginnen, erstmal einen Teil in US-Dollar zu tauschen. Wie viel obliegt natürlich jedem selbst. Aber wenn wir uns jetzt hier mal die kurzlaufenden US-Staatsanleihen anschauen, mit einer Restlaufzeit von 3,5 Monaten bekommen wir aktuell eine Rendite von 5,35%. Das entspricht ungefähr dem Inflationsniveau, oder eine Restlaufzeit von knapp 6 Monaten mit 5,23%. Und wir sehen hier auf der nächsten Grafik nochmal die verschiedenen Laufzeiten von 3 Monaten bis 30 Jahren, ja, wo wir aktuell in so der Bandbreite liegen zwischen 3,5% und 5%. Das ist schon mal okay, um Liquidität zu parken. Wenn es längerfristig darum geht, die Immobilie oder die Miete zu ersetzen, dann gibt es ja auch die Möglichkeit der Unternehmensanleihe. Die erste Anleihe, die ich euch vorstellen möchte, die ist jetzt eher für vermögende Kunden aufgrund der Stückelung von $250.000. Aber das ist die Berkshire Hathaway, die Gesellschaft von Warren Buffett, dem Orakel von Omaha. Und wenn ich darauf wetten müsste, auch wenn Warren Buffett wahrscheinlich die nächsten Jahre von uns geht, die Nachfolge ist da geregelt, ist ein super solides Geschäftsmodell, ja, eines der bestgeführtesten Unternehmen der Welt, mit oder ohne Warren Buffett. Und hier bekomme ich aktuell auf eine Laufzeit von 3 Jahren eine Rendite von 4% pro Jahr. Die Anleihe ist auch nicht kündbar. Die zweite Anleihe, die ich euch vorstellen möchte, ist von der Covestro AG, läuft bis 2028, etwas zyklischer als Berkshire Hathaway. Natürlich auch etwas Risiko durch den Industriestandort Deutschland, aber den habt ihr ja auch, wenn ihr die Immobilie hier habt. Und hier bekomme ich aktuell eine Rendite von 4,26%. Das Ganze läuft bis Ende 2028, gibt hier ein kleines Reinvestmentrisiko, weil die Anleihe durch Covestro gekündigt werden kann. Und ebenfalls sehr spannend von Prosus. Prosus habe ich hier schon mehrmals vorgestellt auf dem Kanal, war lange Zeit eine der größten Positionen in meinem Portfolio. Europäische Beteiligungsgesellschaft, die überwiegend aus Tencent-Aktien besteht. Hier bekomme ich bis 2032 in US-Dollar, Stückelung $200.000, eine Rendite von 6,4% pro Jahr. Also 6,4% muss man mir jetzt mal zeigen, wie man das aktuell, wenn man jetzt eine Immobilie kauft, als Nettorendite auf sein Investment bekommt. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung dazu. Ich freue mich auch immer über den Austausch, den wir hier haben in der Community. Aber das finde ich schon sehr ansprechend, weil ich sehe hier ja jetzt, ich kann hier jetzt quasi über die nächsten mittel- bis langfristigen Zeitraum schon mal einen Teil meines Vermögens zwischen 4% und knapp 6,5% parken. Eine weitere Unternehmensanleihe bis 2032, Stückelung hier $100.000 von Meta. Ja, Meta habe ich hier auf dem Kanal vorgestellt. Bei unter $90 steht jetzt heute bei $225. Ist eine Cashdruckmaschine. Bin relativ davon überzeugt, dass das Unternehmen auch noch in 10 Jahren profitabel agieren wird, zumindest um seine Anleihe zu bedienen. Und hier bekomme ich aktuell eine Rendite von 4,7%. Nochmal eine längere Berkshire Hathaway Anleihe. Bis 2043 ist natürlich ein bisschen lang. Ich gehe auch gleich noch auf dieses Zinsänderungsrisiko ein, was das für verschiedene Parameter beinhaltet. Aber hier bekomme ich aktuell 4,66% Rendite. Ganz neu emittiert, die Porsche, habe ich ja vor 2 Wochen auf dem Kanal vorgestellt, bekomme ich immerhin bis Ende 2028 eine jährliche Rendite von 4,5%. Das Ganze hier auch in Euro und ab einer Stückelung ab 1.000 Euro möglich. Jetzt gehen wir hier einmal in die Strategien mit den Anleihen, dass ihr besser versteht, wie man so ein Portfolio strukturieren kann. Also was ist denn diese Strategie mit Anleihen? Es gibt hier diese Anleihenleiter. Was ich euch bisher gezeigt habe, war ein Portfolio aus mehreren Anleihen, die zu unterschiedlichen Terminen fällig werden. Wird eine Anleihe fällig, investiert man das zurückgezahlte Kapital in eine neue Anleihe mit längerer Laufzeit am Ende der Leiter. Wir blenden die Leiter gleich ein.
Wenn Zinssätze steigen, profitiert man von dem neuen höheren Zinssatz. Ist ja soweit klar. Fallen die Zinssätze, werden die Anleihen, also die fälligen Anleihen, wahrscheinlich zu niedrigeren Zinssätzen reinvestiert. Aber die Anleihen am Ende der Leiter haben wahrscheinlich bereits höhere Renditen. Und natürlich habe ich jetzt laufende und kalkulierbare Erträge. Also ich bekomme die Couponzahlungen, die sind fix und terminiert. Gleichzeitig wird so das Risiko von Zinsschwankungen minimiert. Ich brauche hier, wie gesagt, eine gewisse Breite im Portfolio. Die Strategie kann natürlich auch so gestaltet werden, dass man monatlich eine Zinszahlung erhält, ähnlich wie bei einer Miete. Zudem ein wichtiger Vorteil, die Liquidität. Ich kann eine Anleihe einfacher und schneller veräußern als eine Immobilie. Also ich kann eine Anleihe jederzeit verkaufen. Und wenn ich ein gesundes Anleihenportfolio habe, was diese Anleihenleiter befolgt, dann kann ich immer einen Teil liquidieren und damit auch Cash rausnehmen. Und ich erkläre das jetzt nochmal kurz. Also wir haben Summe X, ja, beispielsweise 1 Million Euro, den einige unserer Kunden, auch teilweise mehreren Millionen Euro, aus den Verkäufen ihrer Immobilien aktuell bekommen. Und diese Summe investiert man in gleich großen Beträgen, aufgeteilt und in Anleihen mit unterschiedlicher Laufzeit. Beispielsweise, ich habe 250.000 Euro, die ich investieren will. Davon wären dann 25.000 Euro in Staatsanleihe 1, 2, 3, 4, 5 mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Wird die Einjahresanleihe fällig, wird der Betrag in die am längst laufende Anleihe, in dem Fall hier 10 Jahre, reinvestiert. Und diese Anleihenleiter, die ist besonders vorteilhaft in einem Umfeld steigender Zinsen. Und diese Strategie ist eben mit Staats-, Unternehmensanleihen oder auch mit Anleihen-ETFs möglich, die wir euch gleich nochmal einblenden werden. Und ihr seht hier in dieser Anleiheleiter nochmal eine Beispielrechnung. Also hypothetisches Beispiel einer Anleihenleiter, hier mit 250.000 Investitionen, durchschnittlicher Coupon 4,91%. Und hier wird ausschließlich in Investment-Grade-Anleihen investiert, also Anleihen, die das Rating A oder besser haben. Das ist besser, als die meisten Staaten haben. Und wenn ich hier zum Beispiel 250.000 investiere und ich komme auf eine annualisierte Rendite von 4%, was ungefähr dem mittelfristigen Kaufkrafterhalt entspricht, dann kann ich hier ein jährliches Einkommen von 11.100 generieren. Je höher die Summe, umso höher natürlich das Einkommen. Und dann ist ja natürlich die Frage bei dieser Anleihenleiter, welche Anleihen kaufen. Das ist natürlich abhängig von der persönlichen Risikobereitschaft und den Bedürfnissen, also Laufzeit, monatliches Einkommen und so weiter. Also wenn das Marktzinsniveau steigt, fällt der Anleihenkurs, und wenn das Marktzinsniveau fällt, steigt der Anleihenkurs. Vielleicht nochmal zur Erklärung, blenden wir auch ein. Grundsätzlich gilt nochmal als kleine Faustregel: je höher die Laufzeit der Anleihe, desto höher das Zinsänderungsrisiko. Steigt der Zins, fällt der Preis der Anleihe und umgekehrt. Je höher der Zins bei Unternehmensanleihen, desto geringer die Kreditwürdigkeit des Emittenten. Kann man so ungefähr sagen, aber auch da gibt es oftmals Ausnahmen. Und wie gesagt, es geht hier nicht um irgendwelche deutschen Mittelstandsanleihen, mit denen viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, sondern wir können hier in die Top-A-Unternehmen mit A-Rating und besser investieren. Wir können hier ein Portfolio bauen über 10, 15, 20 Jahre, mit dem ich eine geringe Volatilität habe und relativ wenig Stress im Vergleich zur Immobilie. Mich ruft niemand an, wenn irgendwo ein Rohr verstopft ist. Ich muss mich nicht auf Habecks irgendwelche Gesetze verlassen oder sonst irgendwas, sondern ich kann hier selbstbestimmt investieren. Für wen es interessant ist, kann ich nochmal sagen, kann sich gerne eintragen für ein unverbindliches Erstgespräch. Und am Ende zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz hier eine Einblendung, die Best Bonds to Invest In. Das geht oft nur für semi-professionelle Anleger. Auch solche Möglichkeiten können wir im Rahmen der Vermögensverwaltung anbieten. Und hier sieht man unterschiedliche ETFs, ja, die alle in den USA gehandelt sind. Und hier liegt man aktuell mit einer Yield, also einer Rendite zwischen 3% und 7,5%. Und natürlich hat man hier ein Ausfallrisiko bei so einzelnen Geschichten, weil hier sind jetzt teilweise auch Sachen dabei, die etwas spekulativer sind.
Ja, wenn ich zum Beispiel hier über 5% Rendite habe, dann sind das manchmal Lower Quality Bonds. Und es macht hier aber der gesunde Mix, also ein Portfolio vielleicht aus 15, aus 20 verschiedenen Anleihen, die diese Anleihenleiter befolgen. Ich kann es hier, wie gesagt, schaffen, die Inflation zu kompensieren, zumindest die Kaufkrafterhalt und meiner Meinung nach auch, wenn man sich mal die nächsten Jahre anschaut, ungefähr, wenn nicht sogar besser, die Nettorendite der meisten Immobilien übertreffen mit relativ wenig Stress. Es gibt hier auch ETFs als einfache Alternative für die Investoren, die jetzt nicht 6-7-stellige Liquidität haben. Hier gibt es zum Beispiel auch den S&P Dividendenaristokraten ETF, der beinhaltet Unternehmen, die seit 20 Jahren jährlich gestiegene Dividenden ausschütten. Hier hat man aktuell eine Ausschüttungsquote von um die 2%. Das ist natürlich wenig, aber man hat ja auch die Kurssteigerung. Und dieser ETF hat übrigens den MSCI World seit Auflage outperformed. Es gibt zum Beispiel auch hier für Euro-Investoren den iShares Core Core Bond UCITS ETF. Dieser ETF bildet einen Index auf Euro laufende Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating ab. Kann man sich dann auch die Rendite nochmal anschauen. Denn wie gesagt, ich will hier, dass für jeden was dabei ist, für den Privatanleger, für vermögende Kunden. Wir möchten hier immer eine Lösung anbieten. Und ich habe am Anfang gezeigt, wieso die Immobilie meiner Meinung nach gerade viele Risiken hat. Und da geht es ja jetzt überhaupt nicht darum, irgendwelche düsteren Szenarien zu malen, sondern direkt Lösungen zu präsentieren. Und die Lösungen sind nicht immer irgendwelche teuren Seminare, sondern können auch einfach direkt gezeigt werden. Und wer eben das nicht selber machen möchte, weil es ihm zu komplex ist, der kann sich gerne bei uns melden. Und für die etwas risikoaffineren Investoren, etwas schlechtere Qualität, iShares High Yield Corp UCITS ETF. Hier bekomme ich aktuell eine Effektivverzinsung von 7,4%. Kann man eher mal als spekulative Beimischung machen. Dieser ETF bildet einen Index auf US-Dollar basierten hochverzinslichen Unternehmensanleihen ab. Wie immer, macht euren eigenen Research, wenn ihr in dem Bereich selber tätig werden wollt. Alles, was ich hier mache, ist keine Anlageberatung. Es ist lediglich ein Impuls und ich teile die Sachen, mit denen ich mich in meiner täglichen Arbeit beschäftige. Und zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, teilt mir eure Meinung in den Kommentaren. Was meint ihr zu dieser Strategie? Wo seht ihr den Immobilienmarkt in Zukunft? Wo seht ihr vielleicht Schwächen in meiner Strategie? Welche Unternehmensanleihen findet vielleicht ihr spannend? Und am Ende möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch für den Support bedanken. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Ich schaffe es leider nicht, jeden Kommentar zu beantworten. Bitte kommentiert trotzdem weiter fleißig immer unter den Videos. Das erhöht hier die Reichweite. So können wir besseren Content für die Zukunft produzieren. Und ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Ich sehe manche Leute, die seit dem ersten Video jede Woche kommentieren. Und das freut mich natürlich auch, gibt mir natürlich auch die gewisse Wertschätzung und Motivation, hier jede Woche hoffentlich gute Inhalte abzuliefern. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, wie immer, euer Moritz Hessel.